Seid gegrüßt und willkommen zu meinem neuen Video. Heute stelle ich euch mal was anderes vor, und zwar einen Stift, der aber eine Menge kann. Hat man vielleicht schon der ein oder andere auf Unbox Therapy gesehen? Der gute Mann hat ihn auch vorgestellt. Shoutout an Lou an dieser Stelle. 16,90 kostet er. Das ist hier die Seite, die ist jetzt nicht so optimal. Also ich denke mal, weil hier noch nie jemand eingekauft hat. Also wenn jemand hier interessiert ist und diesen Stift kaufen will, dann muss er sich halt einen Account erstellen und so. Gibt es so auch bei Amazon, aber dann auch nur über Drittanbieter. Also mit dem Kaufen ist es jetzt ein bisschen umständlich. Ja, 16,90 ist für so einen Stift normal. Gibt es ja auch viele ähnliche von Böker etc. pp. Aber was dieser kann, ist halt wirklich was sehr Besonderes, und das zeige ich euch in diesem Video. Übrigens haben sie mir den gratis zur Verfügung gestellt und ich darf ihn behalten für das Video. Im Hintergrund bezahlt werde ich nicht, aber ich habe es jetzt trotzdem mal als Product Placement gekennzeichnet, deswegen stand am Anfang hier bezahlte Promotion. Leider werde ich nicht bezahlt. Naja, wie auch immer. Das ist der Stift. So sieht er aus. Interessant. Glasbrecher. Das ist das erste, was ins Auge sticht auf der Verpackung. Er hat einen Glasbrecher. Okay, nichts Außergewöhnliches. Es haben viele Messer und Stifte. Aber der hat halt einen besonderen Glasbrecher. 3-in-1 Executive Emergency Pen Stylus. Also das erste, was man damit machen kann, ist solche Geräte hier bedienen. Also ein Stylus. Zeige ich gleich nochmal, ob es auch funktioniert hier beim S8. Ballpoint Pen, also ein Kugelschreiber. Ja, Emergency Glassbreaker, also Glasbrecher in Notfällen. Wenn Sie einen Notfallausgang brauchen, dann machen Sie sich ein, sozusagen steht es hier. Und ja, Omnidirectional Integrated Pen. Ja gut, es ist halt ein Stift, man kann damit sein Touchscreen bedienen und man kann damit Glasscheiben zerstören. Nur um es jetzt nochmal kurz hier zusammenzufassen. 2 Jahre Garantie, wunderschön. Ich natürlich nicht, weil ich ihn ja nicht bestellt habe, aber ihr habt das dann. Okay, hier drinnen gibt es noch eine wundervolle Anleitung, wie man mit einem Stift schreibt. Nee, hier wird nochmal erklärt, was alles so dran ist. Stylus, Ballpen und Tungsten heißt Wolfram. Das ist der Stahl, also nee, das ist kein Stahl, das ist das Metall, aus dem diese Drähte von alten Glühbirnen gemacht werden. Nur so zur Info, wer nicht weiß, was es ist, ist halt sehr hart. Und deswegen sehr gut geeignet für einen Glasbrecher. Und ja, das ist jetzt der Stift. Ich will es hier nicht so spannend machen. Endlich liegt er vor uns. Okay, so auf den ersten Blick, so wird es geliefert. Hier ist noch so ein Plastikgummi-Ding drauf, damit der Stift nicht austrocknet. Und jetzt kann man damit schreiben. Probieren wir das doch gleich mal aus. Auf der wunderschönen Bedienungsanleitung. Der schreibt aber richtig gut. Ja, ist halt so ein Stift, der auch wirklich kein klassischer Kugelschreiber ist. Man bezahlt ja auch ein bisschen mehr Geld dafür. Deswegen kommt hier die Tinte mit mehr Druck raus und so. Merkt man auf jeden Fall. 8i. Na gut, schmiert ein kleines bisschen. Aber man wird auf jeden Fall nie Probleme haben, damit zu schreiben. Ich probiere nochmal was hier auf dem Arm zu schreiben. Das ist für mich jetzt so ein Test, wie gut ein Stift schreibt. Weil wenn der Kuli jetzt nicht auf dem Arm schreibt, dann ist es eher nicht so optimal. Aber okay, funktioniert einwandfrei, kein Problem. Gefällt mir, schwarze Tinte. Und ja, sollte eigentlich die meisten zufriedenstellen. Dann kann man das Ganze hier so aufschrauben. Ist also nicht ganz so unkompliziert, dass man einfach hinten drauf drückt und es kommt raus. Aber es ist auch kein klassischer Stift. Dann hat man halt hier diesen Stylus vorne. Die zweite Funktion. Ja, und gucken wir mal, ob es funktioniert. Okay, funktioniert. Ich gebe mal einen kurzen Pin ein. Okay, hat geklappt. Das ist erfreulich. Hätte ich jetzt gar nicht gedacht, dass es so auf Anhieb funktioniert hier. Gerade weil es ja ein relativ neues Handy ist. Aber der Stylus erfüllt auf jeden Fall seinen Zweck. Ja, wie man sieht. Das gefällt mir. Sehr schön. Gut. Ja, na, dann haben wir das auch. Jetzt kommen wir nochmal ein bisschen so zum Äußeren. Alles Metall. Hier steht Olixar. Der Rest ist matt. Hinten Edelstahlkappe, poliert, aber auch anfällig für Fingerabdrücke, wie man sieht. Dann der Clip. Und ja, hier vorne kann man es halt aufschrauben für die Schraube.
Schreibtätigkeit des Stiftes. Was war denn das? Werdet ihr gleich sehen. Ja, jetzt legen wir mal auf der Rückseite das Ding hier frei. Das ist der Glasbrecher. Das spitze Ding hier. Und ja, der wird gleich verschwinden. Und schießt dann hinten wieder raus. Hier ist ganz schön Spannung drauf mit der Feder. Und das ist das Geheimnis des Glasbrechers. Ja, probieren wir es doch jetzt wirklich mal aus an einem echten Glas. Habe ich auch noch nie ausprobiert zuvor. Ich hoffe, dieses McDonald's-Tablett wird hier das Glas im Rahmen halten. So ein mieses, billiges IKEA-Teil. Sollte es eigentlich nicht aushalten. So, Schutzbrille natürlich nicht vergessen an dieser Stelle. Und wir probieren es jetzt einfach mal, beziehungsweise ich. Man nimmt es dann einfach so, drückt das hier dran. Ach du Scheiße! Au! Au! Okay, da fließt auch schon das Blut hier. Oh, seht ihr das? Scheiße. Hier. Fuck. Ah, verdammter Affenmist. So. Ja, komm, hier ist auch eine kleine Einschluckswunde. So eine verdammte Scheiße. Jetzt muss ich natürlich mal aufpassen, ob ich keine Glasspiele drin habe. Jetzt muss ich natürlich hier saugen. Jetzt sieht es hier aus wie Sau. Aber ich denke, das war eine eindrucksvolle Demonstration dieses Stiftes, der auf jeden Fall nicht mehr verspricht, als er hält. Hier bekommt man jede Scheibe auf, die im Notfall den rettenden Ausgang versperrt. Und ja, da ist ein bisschen mehr Power dahinter, als ich dachte. Scheiße. Ich hoffe, ich hat dieses Video unterhalten und euch gefällt dieser Stift. Also ich finde den irgendwie geil. Alter, was zum Teufel. Krank. Bis bald.